Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, dieser Teig hier wird ein Traum. Ja, traumhaft, dass sogar die Wand probieren darf, du kleiner Kleckerprinz. Außerdem läuft hier ein ganz anderes Lied. Ich finde übrigens nicht, dass wir den Teig hier überhaupt backen müssen. Der schmeckt ja so viel besser. Hier, probier mal, der ist schon fertig. Ja, das ist die Variante, wie kriege ich möglichst schnell Bauchschmerzen. Ne? Können wir ihn jetzt ausrollen, die Plätzchen ausstechen und das Ganze mal in den Ofen schieben? Nein, das ist der Fehler, den alle machen. Ach komm, du kannst ihn auch selbst ausrollen. Ist ja dein Teig. Na gut, auch wenn es geschmacklich ab jetzt nur noch bergab gehen kann. Da kommt ja noch der Schokoguss drüber und außerdem habe ich später noch eine riesen Überraschung für dich. Überraschung? Überraschung? Ach, wir ziehen jetzt doch auf ein Piratenschiff? Nee, es ist eher etwas, das hier bei uns passiert. Ah, ich hab's. Ich muss ein Jahr lang nicht aufräumen. Auch nicht. Ha, jetzt weiß ich. Ich krieg alle Zimmer und du ziehst ins Bad. Dein Ernst? Na hör mal, du bist dann der Einzige mit Badewanne und Toilette im Zimmer. Du müsstest nie wieder rauskommen. Hast du vielleicht schon ein bisschen viel von dem Teig genascht? Na jetzt sag schon, sag schon. Flüster mir wenigstens einen kleinen Tipp ins Ohr. Vorsicht, Mezzo, nicht aufs Blech stützen. Mezzo! So ein Mist! Kannst dir deine Kekse alleine backen? Hättest du mir gleich einen Tipp gegeben, wäre das nicht passiert. Ach, ich bin schuld? Also, entweder du hilfst mir jetzt beim Aufräumen oder du gehst kurz zum Abkühlen in dein Zimmer. Dann Letzteres! Ich wünsch dir noch blöde Weihnachten! Puh. Das macht ja Spaß. Blöde Weihnacht überall. Was überhaupt für eine Überraschung sein. Die besten Sachen waren ja schon weg. Ui, was sind denn das für bunte Lichter? Hallo? Ist da jemand? Jetzt wird's hier aber frisch plötzlich. Ich mach mal das Fenster zu. Wieso ist denn hier überall Schnee? Sag mal, wie lange habe ich das denn aufgelassen? Oh, ist mir kalt. Aber es riecht irgendwie nach Keksen.